Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Beim letzten Part haben wir einen ominösen Kellerschlüssel gefunden, aber weil ich einfach keine andere Idee habe, außer den hier, gucke ich es doch nochmal hier unten hin. Ach, wieder die Scheißviecher! Jetzt mal ganz im Ernst. Die gehen mir so auf den Senkel. Danke. So, kaputt, wenigstens. Gut, das Feuerzeug war ein bisschen verschwendet, aber ich wollte auch nur mal sicher gehen. Wenigstens halten die nichts aus. Als ich am ersten Mal hier war, sind wir mir irgendwie nicht so als störend aufgefallen. Andererseits, da ich ja jetzt hier gerade wieder zurückgekommen bin, habe ich das Gefühl, dass ich hier irgendwas ordentlich verpasst habe. Oh, hier ist eine Tür. Und ein Sarg. Wird das ein Bosskampf? Ich bin voll, also. Um mich aus meinem Albtraum aufzuwecken. Wer ist da? Ich habe dich noch nie gesehen. Du musst gehen. Du hattest einen Albtraum. Ist doch klar, dass du von schlimmen Dingen träumst, wenn du an so einem Ort schläfst. Ein Albtraum. Ein langer Schlaf hat mir Gelegenheit gegeben, Sühne zu leisten. Was sagst du da? Fremden habe ich nichts zu sagen. Verschwinde. Dieses herrschaftliche Haus ist der Beginn eures Albtraums. Das kannst du laut sagen. Erzähl mir von Sephiroth. Ach so. Dieses herrschaftliche Haus, wie du gesagt hast, dieses herrschaftliche Haus ist der Beginn eines Albtraums. Nein, das ist kein Traum, es ist die Wirklichkeit. Sephiroth hat den Verstand verloren. Er hat die in diesem Haus versteckten Geheimnisse entdeckt. Sephiroth. Du kennst Kennst Sephiroth? Sephiroth? Fang du an. So war's. Gekonnt übersprungen. Sephiroth war es also, der vor 5 Jahren erschaffen wurde. Und was ist mit dem Genova-Projekt? Es war verschollen und ist erst vor kurzem wieder aufgetaucht. Er hat viele Leben auf dem Gewissen und sucht jetzt das verheißende Land. Jetzt bist du dran. Ach, das hätte Cloud sagen. Warum steht da nicht Cloud über der Textbox? Tut mir leid, ich kann nicht reden. Das ist ja übel. Ihr habt mir eine weitere Sühne auferlegt. Jetzt werde ich noch mehr Albträume als zuvor haben. Bitte geht jetzt. Ich werde das Gefühl nicht los, das hätte ich schon sehr viel früher machen sollen. Hat sich hier jetzt was verändert? Ne, sieht nicht so aus. Aber jetzt will ich erst recht nochmal zum Mount Nebel hoch. Weil dafür extra den Kellerschlüssel zu holen. Er scheint mir nicht belanglos genug. Und die Musik hat sich übrigens verändert. Oh, Fledermäuse. Kürz mal's ab. Vor allem, wenn du verfehlst. Oh, die leben sogar noch. Jetzt aber nimmer. Oh, drauf.
Einfach draufhauen. Danke. Da war ein kurzer Hängerer. Vampirzahn? Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass ich hier... Soll ich hier noch was mit dem Typen machen? Kann ich nochmal mit dir reden? Kann ich. Jetzt sag mal, wer bist du? Sag uns wenigstens, wie du heißt. Ich war in der Shinra-Produktionsabteilung in der Verwaltungsforschung, auch bekannt als Turks. Wir kriegen Vincent. Ah, cool. Ja. Von mir aus. Vincent. Die Turks? Das war einmal. Mit Shinra habe ich nichts mehr zu tun. Und du? Cloud, Ex-Soldier. Du hast auch mal zu Shinra gehört. Kennst du Lucretia? Lucretia? Ich kenne bloß die aus der römischen Geschichte. Wen? Lucretia! Die Frau, die Sephiroth gebar! Gebar? Ist Genova nicht Sephiroths Mutter? Ganz falsch ist das nicht, aber es ist nur eine Theorie. Eine wunderschöne Frau gebar ihn. Lucretia war diese Frau. Sie war die Assistentin von Professor Gast vom Genova-Projekt. Wunderschöne Lucretia. Ein Experiment mit Menschen? Jetzt muss ich irgendwie an Deadman Wonderland denken. Das Experiment konnte beim besten Willen nicht gestoppt werden. Ich konnte sie nicht abhalten. Das war meine Sünde. Ich habe zugelassen, dass die, die ich am meisten bewunderte, das Schlimmste erleben musste. Du musstest zur Strafe schlafen? Das ist etwas sonderbar. Lass mich schlafen! Toll. Also war ja doch nix. Aber... Warte! Aha! Wenn ich mit dir komme, werde ich dann Hojo treffen. Keine Ahnung. Aber wir suchen ihn und Sephiroth. Also früher oder später. Lucretia! Okay, ich habe beschlossen, mit dir zu kommen. Hast du deine Meinung aber schnell geändert? Als ehemaliger Turk kann ich euch vielleicht helfen. Na gut. So cool das ist, meine Befürchtung. Errungenschaft, danke. Von wegen. Der ist am weitesten von allen Leveln. Ach komm, tu mal kurz rein. Ich will einfach angucken. Ja, wie aufs Stichwort. Unglaublich träge, das Viech. Was ist denn das? Achso, ist es tiefer nicht mehr dabei mit ihrer Analyse. Dafür, dass das Ding so träge ist, greift mir das mir eine Spur zu oft an. Moment mal, ich habe doch diese Pistole bekommen. Glaube ich. Alter, mach hinne, Kumpel. Yang ist glücklich. Was? Ach, das sind zwei. Yang ist aufgeregt.
Ich raff diesen Gegner irgendwie nicht. Ich greife einfach weiter an. Solange ich noch meinen Flächenzauber habe. Schaden mache ich ja beiden. Okay, das war der falsche Treffer, wie es aussieht. Wahrscheinlich wie mit diesen Wagen, wo der eine anfällig gegen Zauber, der andere gegen Magie ist. Vermute ich jetzt einfach mal. Alter, dieses Ding ist so lahmarschig. Wie kann das denn so oft angreifen? Ah. Scheint der physische Kopf gewesen zu sein. Das heißt, jetzt mit Magie angreifen. Mit Magie angreifen. Heilen wäre vielleicht mal was gewesen. Yang ist glücklich. Und tot. Oh Mann, das hat sich gezogen. Level up, ganz toll. Vincent. Tatsache. Silberarmband? Ach komm, nimm Goldarmband. Limit, was hast denn du da? Prüfen. Verwandlung in eine gallianische Bestie. Ah, und deine Werte? Hm. Lassen sich auf jeden Fall. Naja, was heißt? Hm. Was sagt man dazu jetzt? Okay, jetzt haben wir ein neues Gruppenmitglied, Vincent. Und was mache ich jetzt mit dem? Oh, die Knarre ist schon deutlich größer. Oh, ganz toll. Jetzt leben beide gerade so. Na gut, silenzen darfst du meinetwegen. Och nein! Und erwischt gleich zwei von drei. Jawoll! Ist ja ganz im Ernst, was ist das für ein Abfuck hier? Ah, gut, er greift also auch. Ach nee, Cloud hat sich wieder. Ja gut. Das Aeris verwirrt, es hält sich in Grenzen. Trotzdem, beim nächsten Gegner macht Aeris auf jeden Fall mal eine Heilung. Und wenn ich ohne Kampf rauskommen sollte, gehe ich einfach ins Inn. Wenn ich ohne Kampf rauskommen sollte, wovon ich nicht ausgehe. Ich habe so das Gefühl, ich sollte jetzt nochmal Mount Nebel durchsuchen. Weil jetzt, wo Vincent dabei ist, ja, das hätte ich wahrscheinlich einfach vorher machen sollen. Aber da war so null Hinweis drauf. Das heißt, doch, war es eigentlich. Ich war noch ein bisschen von diesem Tunnel da geprägt. Wo wir da mit Red waren. Ich behalte mal Vincent auf jeden Fall mal so lange, bis ich mit dem seine. Bis ich seine Limit-Technik gesehen habe und dann wechsle ich wieder zu Tifa. Vermute ich jetzt mal. Aber zumindest mal ein bisschen Varianz hier drin. Ja, das kennen wir ja hier. Die flachlegen Viecher wieder. Wie Cloud zwischen alles geht. Oi.
Ja, ich mache mehr Schaden als damals, habe ich das Gefühl. Die Musik fällt mir jetzt erst auf. Ist ja ganz schön fetzig. Ach so, das war de. Und nochmal. Das waren mal stärkere Gegner. Für mich irgendwie. Ja. Ich könnte sein, dass das immer jetzt gleich passiert, ich viel zu überlevelt dafür bin. Und sollte das der Fall sein, entschuldige ich mich, dass ich so ein Idiot bin und das nicht beim ersten Mal gleich gemacht habe. Aber dass man halt weitermachen konnte, hat mich verwirrt. Sackgasse. Ach stimmt, hier war ja diese Laufwegverlängerungsspirale, ganz vergessen. Und ich wünsche mir immer noch die Renntaste einrasten zu können. Komm, kürzen wir's ab. Und dann sollte ich vielleicht mal Cloud heilen, weil der nämlich gerade immer alles abkriegt. Er nimmt seine Schutzmaterie ja auf jeden Fall ernst, das kann man ihm nicht vorwerfen. Noch ein Heiltrank. Na, besser wie nix. Andererseits, hier werde ich nicht arg viel anderes erwarten können, weil, wie gesagt, ich bin hier etwas über dem Level dieses Levels. Ja, so sieht Top-Wortwahl aus. Wieder ihr Viecher. Blöd nur, dass ich keine Angst mehr vor euch habe. Erstmal Feuer oder Feuer 2 oder Feuer. Dann halt klaut sich bitte einmal selber. So, Nummer 1 ist tot. Und Nummer 2 ist tot. Danke. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der One-Winged Angel jetzt da ist. Beziehungsweise, hier war doch gleich ein Speicherpunkt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, war's. Musik, please. Danke. So, dann speichere ich hier jetzt erstmal. Und würde sagen, um Sephiroth, Fragezeichen, kümmern wir uns dann in der. Halt, nicht hier. Doch hier. Nächsten Aufnahme. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. I'm not going to be able to do that.